Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV, ich bin der Jens und heute reden wir über einen Begriff, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, Skew oder auch Smile. Was steckt dahinter, was verbirgt sich dahinter und wie kann man es nutzen? Also der sogenannte Skew, der sogenannte Smile geht eigentlich zurück auf die falsche oder auf die Nicht-Korrektheit der Black-and-Scholes-Formel. Ihr wisst ja, Black-and-Scholes, das waren zwei Professoren aus den USA und die haben, ich glaube in den 80er Jahren auch mal irgendwann den Nobelpreis bekommen für die Entwicklung ihrer nach ihnen auch benannten Black-and-Scholes-Formel, nämlich für die Formel, wie man den theoretisch fairen Wert einer Option berechnen kann. Und das war bahnbrechend, weil man damit erstmals feststellen konnte, was muss denn theoretisch eine Option kosten, wenn sie jetzt eine bestimmte Laufzeit hat, einen bestimmten Strike, einen Preis zum Underlying, Dividende und so weiter und so fort. Und das hat den damaligen Händlern, als der Optionshandel so in den 80er Jahren so richtig angeschoben wurde, das hat denen natürlich wahnsinnig geholfen. Im Laufe der Zeit hat man natürlich dann aber festgestellt, dass es doch etliche Fehler in dieser Black-and-Scholes-Formel gibt. Ganz klar, Dinge, die weiterentwickelt werden, die verändern natürlich auch das Grundlegende oder das Ursächliche. Und hier war es so, dass zum Beispiel die Volatilität, und darum geht es hier bei diesem sogenannten Skew, eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Black & Scholes sind davon ausgegangen, dass die Volatilität, wir sehen hier mal den Preis eines Underlyings, die entsprechenden Strike-Preise, und hier sehen wir die Volatilität. Und Black & Scholes waren der Meinung, und so geht es eigentlich auch in der Black & Scholes Formel, dass die Volatilität an jedem Strike gleich ist. Das heißt, die sogenannte implizite Volatilität. Wenn wir also jetzt sagen, wir haben eine implizite Volatilität von 20%, dann sind Black & Scholes davon ausgegangen, dass die über jeden Strike, also egal ob es jetzt Calls oder Puts sind, at the money, in the money, out of the money, was auch immer, dass die gleich ist. So. Und dann gab es damals Anfang der oder Mitte der 80er Jahre das erste Mal in Japan, hat man plötzlich festgestellt, dass der Markt die impliziten Volatilitäten ein bisschen anders bewertet hat. Also dass die Optionen andere Preise hatten, als es theoretisch möglich gewesen wäre. Und zwar das abhängig davon, wie sich das Underlying bewegt hat. Und ganz besonders trat es dann auf im Crash 1987, wird sich keiner mehr von uns daran erinnern. Also ich war damals, wie alt war ich? 16. Ich habe mich für alles interessiert, nur nicht für Börse. Also ich habe das dann erst viele Jahre später überhaupt gemerkt, dass es da überhaupt einen Börsencrash gab. Und da hat man dann das erste Mal festgestellt, dass die Volatilitäten sich wahnsinnig verändert haben, je nach Abhängigkeit sowohl von der Laufzeit als auch vom Strike. Und wenn man darüber nachdenkt, lässt sich das auch ganz logisch erklären. Stellen wir uns nämlich einfach mal vor, wir haben heute einen Aktienmarkt, irgendeinen Index beispielsweise, und jetzt kommt es zu einem sehr, sehr starken Einbruch. So, was passiert denn jetzt? Die Händler, die Marktteilnehmer wollen sich jetzt plötzlich absichern. Wo fangen die an, sich abzusichern? Natürlich in der Regel bei, wenn wir mal sagen, das wäre jetzt hier der aktuelle Preis, dann fangen die natürlich an, besonders hier At-the-Money-Optionen zu kaufen, aber die versuchen natürlich auch, billige Out-of-the-Money-Optionen zu kaufen, weil sie sagen, wenn es jetzt richtig nach unten geht, wissen wir durch den Hebel, den diese Optionen haben, springen die sehr, sehr stark an. Und deswegen passiert Folgendes, dass die impliziten Volatilitäten in den Optionen, die sehr weit weg aus dem Geld beispielsweise sind, enorm ansteigen. Und dann gibt es etwas, was dann eben eher so hier ausschaut. Ne? Also es gibt dann nicht mehr so diese glatte Kurve, die theoretische Kurve, sondern das ist die realistische Kurve, dass man sagt, hier irgendwie am Geld ist die Volatilität das eine. Und wenn es dann so, je weiter weg wir dann vom Geld kommen, umso mehr steigen die impliziten Volatilitäten an. Und wie entsteht implizite Volatilität? Wir wissen das. Das ist im Grunde ja nichts anderes als Angebot und Nachfrage. Und das ist eigentlich das, was man aus diesen Skew-Tabellen, oder manchmal wird das auch Smile genannt. Warum wird es Smile genannt? Weil es manchmal natürlich auch diese Entwicklung hier gibt, ne, dass es gleich verteilt ist, aber also nicht gleich verteilt, aber dass man sagt, okay, es ist sowohl hier als auch auf der Seite ist die Vola hoch. Ne, und jetzt machen wir einfach hier noch ein bisschen das hin und deswegen sehen wir schon, warum ist das ein Smile.
Smile, Skew, das drückt im Grunde das Gleiche aus. Wird dann gesagt, der Markt ist skewisch. Und wie kann man das jetzt nutzen? Man kann das natürlich für verschiedene Strategien nutzen. Zum einen ist es so, das haben wir hier schon auch oft besprochen, dass zum Beispiel im Aktienmarkt der Verkauf von Put-Optionen das lukrativste ist, was es gibt. Also wenn man jetzt sich Aktien anschaut und würde jetzt immer gucken, wenn ich eine einzige Strategie am Markt wählen dürfte für Aktien, dann wäre es der Verkauf von Put-Optionen. So, warum? Weil nun mal Put-Optionen tendenziell immer teurer sind als, also nicht immer tendenziell, sondern doch tendenziell, das stimmt. Sie sind nicht immer teurer, aber tendenziell teurer. So, also in der Großzahl der Fälle. Warum? Weil natürlich die Masse der Marktteilnehmer sich nach unten absichert. Wie viele Leute gibt es, die sich gegen einen Preisschock nach oben absichern in Aktienmärkten? Rohstoffen ist wieder was anderes, aber in Aktienmärkten ist es doch meist so, dass die Volas auf der Unterseite sehr viel höher sind. Das könnt ihr einfach überprüfen. Nehmt euch irgendeine Aktie mit einer hohen Volatilität her oder nehmt euch den S&P her. Schaut euch an, eine Delta 10 Option, eine Delta 20 Option, einmal ein Call, einmal ein Put, und dann seht ihr, dass die unterschiedlich vom Preis her sind. So, und gerade wenn jetzt wie im August 2015 die Märkte halt wahnsinnig einbrechen, dann bekommt ihr für einen Delta 10 Put im S&P wahrscheinlich das 3- bis 5-fache von dem, was ihr für einen Delta 10er Call bekommt. So, und das kann man also nutzen, indem man sagt, okay, ich verkaufe zum Beispiel tendenziell mehr Puts als Calls. Muss man natürlich immer ein bisschen aufs Umfeld schauen, aber das ist tendenziell besser als Calls zu verkaufen. Oder man nutzt es zum Beispiel auch bei sogenannten Risk Reversal Trades. Kennt ihr ja vielleicht auch, haben wir ja auch schon besprochen. Nämlich, dass du sagst, du verkaufst einen Put, damit hast du eine Prämieneinnahme, und für dieses Geld kaufst du einen etwas näher am Markt gelegenen Call, sodass das am Ende letztendlich plus minus null aufgeht und vielleicht sogar mit einem kleinen Credit. Und wenn der Markt dann nach oben geht, kannst du sehr, sehr gut davon profitieren. Auch das funktioniert am besten, wenn du eben so eine Skew-Verteilung hast, das heißt, wenn die Unterseite deutlich teurer ist als die Oberseite. So, das war es heute mal zum Thema Skew und Smile. Ihr findet diese Skew und Smile-Charts zum Beispiel bei eVolatility. Da ist, wenn ihr das anschaut, auf der zweiten Seite sind die dann immer oben abgebildet. Noch ein Wort zur Praxis. Ich persönlich schaue mir das jetzt nicht, ich schaue mir jetzt die Skews nicht an. Es gibt Strategien. Es gibt in Amerika viele, viele Programme, die genau auf solche Dinge zielen. Ich persönlich schaue mir das jetzt nicht so an. Ich finde es wichtiger zu wissen, dass im Aktienmarkt beispielsweise Puts in der Regel teurer sind als Calls. Und das zum Beispiel auch im Rohstoffmarkt, da kann es auch mal umgekehrt sein, wenn wir so eine schnelle Explosion irgendwo in dem Markt sehen. Aber mir genügt das Wissen, warum das so ist. Aber dass ich da jetzt scanne und sage, ah, das ist jetzt eine besonders gute Skew-Situation oder so, ich mache das persönlich nicht. Weil ich halte das für einen Retail-Trader, so wie wir es sind, also jemand, der Gebühren zahlen muss und so, eigentlich für relativ wenig sinnvoll und wenig umsetzbar. Da gibt es einfache Dinge und das KISS-Prinzip, ne, dass man es einfach halten soll, das ist dann, glaube ich, besser. Okay, im nächsten Video vielleicht wieder mal eine Strategie, vielleicht wieder ein Espresso-Talk, was auch immer ihr, was euch interessiert, schreibt mir das Ganze in die Kommentare, abonniert diesen Kanal, verbreitet das Video, setzt es auf Facebook, Twitter, wo auch immer hin. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.